Immer mit der Brust raus, das kommt gut an bei Männern. Schlampe. Ey, aber echt, das ist ein bisschen frech gewesen. Das fand ich auch, vor allem so eine Anfangs... Wir haben jetzt gerade 5 Quests gemacht und kriegen direkt richtig aufs Maul. Ich hab voll auf den Sack gekriegt. Finde ich irgendwie nicht nett. Du kannst deine Sachen aufwerten. Meine? Ja, oder meine, ist mir egal. Plop, ich hab doch ein Copper-Helmet. Plop, 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 plop. Aber das kostet 200 Pixel. Ah, das ist 350. Eieiei. Aber es ist dann halt die Iron Chest Plate. Ist doch schon mal gut eigentlich. Ja, wir brauchen mehr Eisen auf jeden Fall. Okay. Kraft. So, wo ist das jetzt? Da ist das jetzt. Kann ich das nicht austauschen oder was? Das kann ich nicht tragen. Warum kann ich das nicht tragen? Weil du zu dick bist. Es macht dich dick. So ein Wichser. Ach so, das sind Hosen. Ah. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Doch, als hätte ich eine Schürze oben. Zeig ich doch. Das steht dir einfach nicht. Das steht mir einfach nicht, hast du gesagt. Oh Gott! Ja, jetzt habe ich kein Eisen mehr. Das ist natürlich schade. Aber guck, ich habe eine Feder auf dem Kopf. Aber du schmeißt ständig mit dem Wort gay um dich. Hier? So. Hätten wir das auch geklärt. Gott, ey, was... Ich bin total aufgebracht. Ich bin total aufgebracht über diesen Mist. Naja, was soll's, wa? Bin mal halt ein paar Mal gestorben. Ist ja auch nicht so schlimm. Das ist mal das Leben, ey. Da muss man einfach mal mit umgehen können, mit dem Tod. Das stimmt, ja. Sag mal, haben wir noch irgendwo eine Tür? Weißt du das? Ich glaube nicht. Nee, dann baue ich mal eine. Obwohl... eigentlich wäre es cooler, wenn ich dir helfen würde. So. Oh, wir müssen noch eins hoch. Ist doch egal. Ich möchte die ganze Zeit mitsingen. So ja. Aber ich kenne den Text nicht. Na, da. Oh. 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 Ja, hier mal genau so und dann kann... Ja, genau, hier eine Lücke und dann da weitermachen. Verstehst du auf der anderen Seite? Verstehst du das? Nein. Oh. Das verstehe ich nicht. Das musst du mir erklären. Achso, wegklopfen. Nee. Ja. Nur nach hier. Genau, ja, ja, genau. Damit wir hier können wir jetzt hier auch wieder was anpflanzen. Verstehst du? Ja. Verstehst du? Jetzt. Ich passe ja erst. Danke. Du bist so ein schöner Mensch. Oh, das erste Weizen ist wieder da. Yippie! Der. Das. Der. Die. Die erste Weizen, darauf kann ich mich noch einigen mit dir. Von mir. Das ist in Ordnung. So ist das Falscheste. So. Gibt es ein Falschestes? Das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Ich weiß es nicht. Du bist ja noch viel falscher als Denise. Als wie Denise heißt es. Als wie Denise, ja. Ich bin heute ganz schlecht. Viel, viel schlechter als wie Denise. Als wo Denise. Ach so, warte. Ah, das ist ja immer adjektivabhängig. Genau. Ja. Ach Mann. Naja. Ich werde es schon noch lernen.
Also ich möchte meinen, wir haben dann ordentlich Vorräte. Ja, ich hoffe doch. Irgendwann, wenn nicht wieder so eine Arschloch-Dinge. Aber wenn wir das nächste Mal diese Antennen aufstellen, Alter, dann stellen dann wir die bei den Piraten hin. Auf. Ja, Mann. Genau, und dann oben können auf dem die Schiff. Piraten mit den Wichsern kämpfen. Glaubst du, wir können den trotzdem looten? Vielleicht, vielleicht sterben ja auch Piraten und wir können die Waffen looten. Und dann hauen wir mit den Waffen die Aliens um. Das kann natürlich sein. Die Alien-Pinguine. Die Pinguine haben ja nichts liegen lassen. Nee. Leider. Aber vielleicht die Raumschiffe. Nee, wobei. Das kann sein. Hier nochmal Summen. 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 So. Jetzt hoe ich mal hier ein bisschen durch die Gegend. Hm, mach das mal. Ach, mir gefällt das hier ja. Also wenn das so ruhig und friedlich ist, ist alles gut, ne? Aber wenn dann so Arschloch-Pinguin-Piraten kommen, dann ist vorbei. Das ist Schluss mit nützlich. Ja. So. Ich such mal ein bisschen was an Erzen. An Michael Jackson. Ey, man kann tatsächlich Michael Jackson machen. Mal ein bisschen zumindest. Dazu grabe ich mich mal ein bisschen runter. Wenn ich hier fertig bin mit den Feldern, komme ich wieder dazu. Das wäre jetzt schneller. Ja, ich nehme erstmal den leichten Weg durch die Erde, deswegen das passt dann schon. Du hast recht. Ich will nämlich mindestens... Ich bin der Bauer Knasti. Eisenerz finden. Die Bäuerin Knasti bin ich ja. Ja. Oh, guck, und da habe ich schon Eisenerz gefunden. Hey, Mensch, als ob du es gesucht hättest. Richtig. Manchmal findet man ja auch das, was man sucht. Ja, nicht nur das, was man braucht, sondern auch manchmal das, was man sucht. Ja, man weiß nämlich manchmal auch gar nicht, was man braucht. Stimmt. Sondern nur, was erst, man sucht. Erst, wenn man es gefunden hat. Ja. Wenn man was anderes findet, als was man sucht, dann weiß man, was man braucht. Richtig. Wenn man das gefunden hat, was man braucht. So war das bei dir. Da habe ich eigentlich nur einen Blowjob gesucht und gefunden habe ich dich. Manchmal ist das einfach... Deine Worte waren so schön. Manchmal... Ja, die Musik macht mich ein bisschen... Sentimental. Und sentimental sowieso. Theatralisch. Das war schon theatralisch. Eigentlich hatte ich nur einen Blowjob gesucht. Aber dann... Hey Mann, stell dir das mal vor, auf der Hochzeit oder so. genau. Damals, als Jess und ich uns trafen, es war... Eigentlich habe ich nur einen Blowjob gesucht und... Plötzlich war es dann noch einfach... Plötzlich eine wilde, durchgefickte Nacht. Sie hat mir den Anus geleckt und ich wusste, sie ist es. Sie ist es, ja. Dann, als sie mir dann auch noch einen Deep Throat gegeben hat, da wusste ich, das ist die Mutter meiner Kinder. Ja, Mann. Das war so deep. Das war mir klar, dass ich die Mutter meiner Kinder werden musste. Ach, hör auf, ey. Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier kann man noch einen Stockwerk rein. Wir haben ja eigentlich voll viel Platz hier verschwendet. Ja, wir haben ziemlich viel Platz verschwendet, aber wir haben auch sehr viel Platz, von daher... Stimmt, wir haben einen ganzen Planeten für uns! Ja, nicht nur, also wir können den hier zu unserem Heimatplaneten machen, ne? Das ja, und dann könnten wir aber noch andere Planeten genau. an uns reißen. Aber halt nur im Alpha-Sektor, darum geht's ja, ne? Wir sind eigentlich dazu da, das Weltall zu erkunden, mehr oder weniger. Und... Naja, unsere Engine ist aber nicht stark genug. Deswegen müssen wir auch die Pinguine rufen. Richtig. Wirklich jetzt? Ja, ja, ja. Na komm, hör doch auf. Ich lach doch auch nur, weil hier gerade hat mir jemand einen Witz erzählt hier von den Eingeborenen. Du bist so ein Penner. Da hat mir gerade jemand einen Witz erzählt, wirklich, ich schwöre.
Das kommt weg und dafür nehme ich doch gerne die Axt. Die habe ich hier. Klopp, 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 klopp. Herein? Nee, ich sammle Ranken. Ach so. Ich rangle Samen. Was? Ich rangle mit Samen. Ich rangle Sanken. Oh, was ist denn hier los? Das ist ein schönes Höhlensystem. Das total könnte man schön. Könnte man ja mal blub erkunden. Ich habe noch nie so ein schönes Höhlensystem gefunden. Na doch, war schon mal schön. Ich weiß auch, welches Höhlensystem du meinst. Konntest du auch erkunden. Das, Alter, da war ich auch Tag unterwegs. Da war ich verloren. Wir haben es aber auch heute wieder mit den Gesprächsthemen, finde ich super. Ja, es ist ja schlimm. Tut mir leid an die an Kinder, die Leute, die... Nein! Was? Oh, warum bin ich denn schon fast tot? Achso, ja, wir hatten ja noch Pinguine da. Ich nehme dann jetzt einfach das Medkit. Oh, das hat mich gar nicht vollkommen geheilt. Nein, schon wieder. Fuck, ich bin so ein Depp. Wo sind denn meine Verbände? Da. Das ist eine kleine Sauerei, dass das nicht geheilt hat. Naja. Eisenohr. Eisenohr. Frösche gräbt sich zum Eisenohr. Durch den Stein, durch Kupfer auch. Und vor allem durch Eisenohr. Eisenohr! Ich grab nach Eisenohr. Ich kann echt lange unter Wasser bleiben, hätte ich nicht gedacht. Als Vöglein. Oh. Feld bestehen! Feld bestehen! Was die macht das Feld so schön? Feld bestehen! Feld bestehen! Gleich bin ich. Oh, oh. ja, bitte. Nach nichts. Stirbst du gerade oder nee. Sowas? Bestellst du weiter in das Feld? Ja, nee, ich bin gerade auf dem Feld panisch herumgerannt, weil wenn man so die Ho in der Hand hat, dann sieht es so aus, als ob man, weiß ich nicht, verstehst du schon. Eine Ho in der Hand hat und auf dem Feld rumhängt? Ja, genau. Oh. Nee, hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. Das haben sie ja gut gemacht. Ja, finde ich auch irgendwie. Also da bin ich auch echt... Allein dafür lohnt es sich schon, dieses Spiel zu kaufen. Auf jeden Fall, mit der Ho auf dem Feld rumrennen. Mega. Apropos Spiel kaufen, es lohnt sich definitiv, dieses Spiel zu kaufen. Bin ich auch der Meinung. Selbst wenn ich es alleine spielen würde. Ja. Also es gibt ja manche Titel, wo man alleine wirklich, boah, nee, da hätte ich keinen Bock zu, aber hier, ja, tipptopp. So. Wobei ich auch sagen muss, Terraria war schon cool. Mich hat das nie geflasht. Ja, das stimmt, ich hatte das nicht geflasht. Ja, das braucht halt, das setzt halt einen gewissen Intellekt voraus. Mann! Oh, ich glaube, hier sind jetzt Haie. So kleine Babyhaie. Oh, die sind gewesen. Bestimmt niedlich. Wie, was, ja, ja. Wie, was, die haben sich, die haben sich entwickelt. Zurückentwickelt. In Wasser. Na gut, daraufhin hau ich erstmal ein Automato-Seed hin, wa? So. Das ist eine kleine Tröte. Möp! Das Tomato-Seed? Automato. Automato-Seed. Automato-Seed! Wollt ihr Automato-Seed kaufen? So, ich werde mal. Hier unten hast du irgendwie da. Sind die nach. Sind es. Gibt's hier ein Thema bei den Truden? Nee, oder? Nicht mehr. Nee, die Truden sind komplett leer. Achso, dann werde ich mal ganz rechts einfach mal die Ho reinhauen. Ja, mach doch. Ganz rechts machen wir mal Werkzeuge, würde ich sagen. Ja. Und. Man kann, glaube ich, auch noch Schilder bauen, aber das ist ja egal. Als nächstes hau ich einfach mal sowas wie. Ohr und Barren. Ja, mach das. Und so ein Scheiß.
bin auch schon gut dabei. Weißt du, ich hätte mir eigentlich die Eisenspitzhacke bauen müssen, wenn ich... Ah, ich bin so ein Trottel. Das stimmt allerdings. Mann, oh Mann, ich meine, ich bin ja schon auf dem Weg, hier Eisen abzubauen und... Naja. Was soll's, wa? Muss ich jetzt mal durch. Da musst du jetzt einfach mal durch. Du musst halt auch irgendwie auch mal die Augen und Ohren und vor allem auch den Anus musst du immer zudrücken. Was? Achso, ja, ich hab trainiert. Ich kann die Flüssigkeit jetzt etwa eine halbe Stunde drinnen halten. Muss man ja machen bei einer Magen-Darm-Spülung. Wie heißt es? Ja, Darmspülung. Ja. Darmspülung, nicht Magen-Darm. Doch. Magen-Darm-Infekt, Magen-Darm-Grippe. Magen-Darm, bang. Meine Spitzhacke geht gleich kaputt. Oh nein. Aber ich habe ja noch irgendwie 15 andere. Plupp, eine Tür. Der pfeift. Wer pfeift? Wo bist du eigentlich hingegangen? Runter. Direkt unter den Truhen führt jetzt ein Weg ins Erdreich. Okay. Dann folge ich einfach mal den Fackeln, würde ich sagen. Genau. Hi. Hey. Nee, ich habe hier mit dem Ding gesprochen. Wer redet mit dir, Alter? Tut mir leid. Das ist wie auf der Straße. Hi! Und du sagst zurück, hi, und dann meint er dann gar nicht dich. Ja, ich kenne das. Das ist traurig. Das siehst du mal bei anderen Leuten. Ja. Hier passiert es nie. Nee, ich krieg immer nur mit, wenn mich jemand grüßt. Nope. Immer wenn ich die Brille nicht auf habe und ich bin ja ziemlich müde unterwegs, immer wenn ich draußen bin. Weil es entweder ziemlich früh ist, weil ich noch was brauche für irgendeine Aufnahme oder es ist sehr, sehr spät. Ja. Und dann funktionieren meine Augen immer nicht so richtig. Ja, und dann erkenne ich die Leute nicht. Dieses Ding wird! Wie bitte? Das Ding wird! Wie ein Pferd! So ein blaues. Warum? Teil. Keine Ahnung warum. Ja, so ein blaues Teil, stimmt, ja. Ja, ich erinnere mich. Warum? Weiß ich noch nicht, Mann. Hi! Hi! Jetzt bin ich so weit weg. Oh, zu drücken.